Ja, genau heute vor 70 Jahren hat das Licht der Welt erblickt. Oder besser, hat die Welt zum ersten Mal innenblickt. Der Victor Jacobo. Egal ob Fernsehen, Kino oder Bühne, man kann mit Fug und Recht behaupten, dass sein Schaffen die Schweizer Unterhaltung bis heute nachhaltig geprägt hat. Grund genug, also ihn heute Abend zu ehren und damit willkommen zur grossen Victor Jacobo Jubiläumssendung live von hier aus dem Leutschenbach. Mein Name ist Dominik Deuil und ich habe das grosse Vergnügen, Sie durch den Abend zu führen, gemeinsam mit vielen Gästen zurück und hoffentlich auch vorwärts zu schauen auf die unglaubliche Karriere von unserem Jahrhundert-Satiriker. Und ganz typisch Victor, auch wenn er in Filmen, die er gemacht hat, weit vorausgesehen ist. Heute ist er anscheinend spät. Aber wir lassen uns dadurch nicht verunsichern und schauen uns an, wie 1942 alles angefangen hat mit dem Winterthurer-Lausbub, mit den grossen Ohren und dem noch grösseren Sinn fürs herrlich Absurde. Hier ein intim liebevoller Blick auf den Mann hinter der 1000 Masken. Winterthur am 6. Februar 1952. In diesem Trolleybus der Linie 1 wird Victor Jacobo als Findelkind ausgesetzt. Er kommt zu liebenden Pflegeeltern und wächst mit zwei Stiefschwestern auf. Früh schon entwickelt er seine ganz eigene Form der gesellschaftskritischen Satire, die zu seinem Markenzeichen werden soll. Ebenso große Berühmtheit erlangt er mit dem Erfinden des Victor-Zeichens. Wie ein Lauffeuer verbreitet es sich über den ganzen Globus und gehört bis heute zu den prägenden Gesten unserer Gesellschaft. Was viele nicht wissen, Victor Jacobo ist auch ein begnadeter Musiker. Als Flötist feiert er schon früh große Erfolge. So gewinnt er zusammen mit Lies Assia den Concours Eurovision de la Chanson. Fasziniert vom Glamour des Showgeschäfts heuert Victor Jacobo danach beim Schweizer Fernsehen an. Anfänglich moderiert er das Schulfernsehen. Wir gehen streng naturwissenschaftlich vor heute Abend. Seine einfühlsame Thematisierung des Menschen in all seinen Facetten stößt beim Publikum auf Begeisterung. Victor Jacobo gewinnt mit den verschiedensten Sendungen zahlreiche Preise und beschert dem Schweizer Fernsehen eine goldene Ära. Victor Jacobo wird Kult. Den Kaffee lässt er sich von Fernsehdirektor Schellenberg servieren. Auftritte in der Öffentlichkeit führen überall zu Tumulten. Und Weltmarken werben mit seinem Konterfei. Gerade im asiatischen Raum wird Victor Jacobo wie eine Gottheit verehrt. Kein Wunder, erliegen zahlreiche Moderatorinnen seinen Verführungskünsten. Victor Jacobo ist und bleibt Winterthurs berühmtester Sohn. Der Victor, was für eine spannende, facettenreiche Persönlichkeit. Und umso schöner, dass er jetzt hier bei uns ist. Ich kann noch schnell müssen. Aber ist gut, haben wir schon angefangen. Ja, du, gar kein Problem. Wir sind auch noch wirklich gar nicht gekommen. Hey, schön bist du da. Wunderbar. Um was geht's? Dein Geburtstag. Ja, genau. Hey, Puh, ich habe schon Schiss gehabt. Ich habe zuerst gemeint, es geht um ein Comeback. Es hat mich jetzt brutal gestresst. Nein, sicher nicht. Nein, Happy Birthday an dieser Stelle. Victor, wir haben uns jetzt auch schon länger nicht mehr gesehen, würde ich sagen. Und darf ich sagen, du siehst wirklich fantastisch aus. Danke. Also, machst du noch selber oder lässt du schon... Nein, das ist natürlich alles natürlich. Ich habe viel gute Gene, ich schlafe regelmäßig, ich trinke viel Wasser und vor allem, ganz wichtig, ist tägliches Gesichts-Yoga. Super. Also man sieht, es lohnt sich auch definitiv. Ja. Würde ich sagen, gerade in diesem Alter. Gell? Jetzt hast du ja nicht nur gute Gene abgeräumt, sondern auch in deiner spektakulären Karriere einen Haufen nationale und internationale Preise. Ich wollte es gerade ansprechen, dass wir so ein bisschen in einen Konflikt kommen. Vielleicht ein Preis ist aber immer verwirrt worden. Das war der Swiss Comedy Awards. Solo. Den hast du nie bekommen. Das hat mich natürlich nicht wirklich interessiert. Oder? Wie geht der Vergleich mit den Preisen am Alter und Hämorrhoiden? Sehr lustig. Was das Alter nicht ehrt? Ja, aber hat mit irgendwie Hämorrhoiden. Preis, sehr lustig. Den Preis. Kann mich nicht mehr erinnern. Ja, also gut, ich habe das etwas anders in Erinnerung. Mich hat es gedacht, ich hätte das schon etwas mögen dazu mal. Schauen wir uns doch das einmal an, was dort an der Verleihung passiert ist. Dankeschön.
Dankeschön. Also bevor wir jetzt da zur Preisverleihung kommen, Büssig, es ist so, ich bin jetzt geschlagen zum dritten Mal an dem Scheißpult. Richtig, jawohl, ja. Und ich gönne den Preis auch heute nicht, oder? Ich darf nichts vorwegnehmen, aber nein, du gönnst ihn auch heute also nicht. Also gut, danke. Aber nicht aufregend, erstens wegen dem Herz und zweitens, du hast mal einen Comedy Award gewonnen, oder? Ja, das letzte Jahr, ja, ja, der Publikumspreis. Mein Gott, den musste ich mit dem Mike teilen. Kannst du dir vorstellen, mit ihm etwas teilen? Könnt ihr euch das vorstellen? Also, nein, ich meine natürlich einen Solopreis. Gut. Einen Solopreis müsste ich endlich mal bekommen. Dann nimmt er mich als Laudator und denkt, ah, wenn er die Laudatio hält, dann kann er keinen Preis gewinnen. Ja, okay. Aber vielleicht, Victor, liegt es ja auch daran, dass du in deinem ganzen Leben noch nie ein Solo-Programm gemacht hast. Ja, komm nicht mit so scheiß Detail jetzt. Echt, wirklich. Also ich habe da schon so ein bisschen eine Verbitterheit rausgehört. Oder? Und gerade im nächsten Jahr hast du ja dann gerade noch mal nicht gewonnen. Ah ja, mag mich gar nicht mehr erinnern. Wir eben schon. Vielen herzlichen Dank. Einmal Victor, nein, es ist... Ich habe es im Griff, Ich habe danke für den Applaus da. Ich weiss, auch im vierten aufeinanderfolgenden Jahr komme ich den Preis nicht über. Das ist richtig. Ich habe mich damit abgefunden. Aber es ist mir egal, dass ich keinen Preis überkomme. Es ist mir schnurzegal. Weißt du, warum ist es mir egal? Ich zeige dir, warum das egal ist, dass ich keinen Preis überkomme. Ich habe nämlich zufälligerweise meine Preise mitgenommen, die ich schon gewonnen habe. Verstehst du? Es ist alles da drauf. Es ist der Salzburger Stier, es ist Goldener Tanne, es ist der Thurgauer Mostkopf, es ist alles. Das sind übrigens zwei Privalo. Also zwei, das ist eigentlich nur ein Symbolbild, weil von diesen Privalo habe ich daheim noch eine ganze Mulde. Köstlich, oder? So können wir den Victor, so lieben wir ihn alle, einen, der kein Blatt vor das Maul nimmt. Aber sind wir ehrlich, so ein berühmter, bekannter Künstler, wie du es bist, Victor, kann sich das natürlich auch leisten, oder? Weißt du, Dominik, mit dem Raum war es manchmal auch nicht einfach mit mir. Also für mich. Ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Wenn die Zuschauer wüssten, was ich musste durchmachen in dieser Zeit. Also würdest du gerne darüber reden? Ja, dann schauen wir uns halt den Beitrag dazu an, oder? Weil, wie man weiss, verursachen die Skiwerfer die grössten Schatten, dunkle Flecken, von denen auch Victor Jacobo nicht verschont worden ist. Der Preis von Victor Jacobos Erfolg? Wachsende Probleme mit seiner Identität. Mit jedem Auftritt wechselt er sein Aussehen. Sein wahres Ich verschwimmt im Nebel seines Ruhmes. Ist er nun Mann oder Frau? Und wenn Frau, junge Frau, alte Frau oder alterslose Frau? Fachleute diagnostizieren bei Victor Jacobo eine multiple Identitätsstörung. Bald weiß er nicht einmal selbst. Ist er Gastgeber oder Gast? Oder Gast und Gastgeber? Wer bin ich? Who cares? Er weiß nicht, ist er Bundesrat, Bundesrat und Komiker oder ein Bundesrat, der als Komiker Harry Hassler imitiert. In seinen verwirrtesten Momenten fühlt Victor Jacobo sich gleichzeitig als Gott und als Diktator im göttlichen Himmelsreich. Verzweifelt versucht er, seiner Identitätsstörung ein Ende zu bereiten. Doch erst mit einer Rückführung gelingt es, seine wahre Identität schrittweise wiederherzustellen. Zurück bleibt der echte Victor Jacobo, der sich freiwillig dafür entscheidet, seinen Lebensabend als Harry Hassler zu verbringen. Im beschaulichen Kanton Thurgau sattelt Harry Hassler auf ein Elektromobil um. Geläutert von seiner neuen Freundin, die er fortan täglich zur Arbeit fährt. Die ehemalige Politikerin will sich nicht öffentlich äußern. Aber aus ihrem Umfeld ist durchgesickert, dass auch sie gerne an den erotischen Benziner zurückdenkt. Victor, sehr schön und auch berührend, wenn man so sieht, wie du auch in den dunkelsten Tagen und Stunden doch so viel Liebe und Zuversicht bekommst von allen Seiten. Was ist denn dein Geheimnis, eigentlich so distanzlos können, an die ganz grossen und bekannten Leute hinzukommen? Das ist eigentlich ganz einfach, Dominik. Man muss selber zu einem von denen werden, nicht? Ja, aber du bist ja nicht von Anfang an berühmt und bekannt. Ja, aber die anderen berühmten Bekannten auch nicht. Wir sind einfach das alles miteinander geworden.
Mhm. Also das klingt eigentlich einleuchtend. Also so eine Art wie ein Rat Pack sind wir gesehen, oder? Da haben wir noch einen schönen Beitrag. Schauen wir doch mal, was die Wegbegleiter und Bereiter von dir zu dir zu sagen haben. Da ist aber der Mike nicht dabei, oder? Der Mike? Mike wer? Nein, natürlich nicht. Ah, gut. Ohne Mike. Ohne Mike. Er ist ein Phänomen. Ein echter Global Player, der seine Heimat nie vergessen hat. Er hat nämlich nicht nur eine künstlerische Bedeutung, er hat auch viel Bedeutung für unser Land. Meine Loyalität zu ihm ist endlos. Mit der großzügigste, wärmste, herzlichste Mensch, den ich kenne. Ganz unglaublich. Er war unglaublich ein Unterstützer für mich generell in den letzten 20 Jahren. Ich kenne ihn einfach als einen der Großen und als einen wunderbaren Menschen, mit dem man unglaublich gern zusammen ist. He is an extraordinary, extraordinary man. I respect him more than anyone. I wouldn't be here without you, man. I thank you. He's a smart cookie. Smart. He gets it. His sense of service, intellectual curiosity, and capacity to squeeze fun out of any situation are all irrepressible. Da kann ein Vorbild sein. Wir werden ja vielleicht auch mal 90. Boah, das sind Worte, oder, Victor? Mal Hand aufs Herz, was macht das mit einem, wenn du jetzt all die Berühmtheiten hörst, national, international, wo solche schöne Sachen über dich sagen? Ja, das ist nice to have. Oder? Aber viel wichtiger ist mir natürlich, was die gewöhnlichen Leute von mir meinen. Ja. Die Leute, die mir im Alltag begegnen, ganz gewöhnliche Leute, die nicht Promis sind. Im Übrigen haben sie den Papst vergessen. Und auch der Dalai Lama ist nicht drin. Und Martin Luther King, oder ist der drin gewesen? Und haben sie gewusst? Nein, das haben sie nicht gewusst, dass der Ronaldo ein grosser ja, Fan ist. Victor, wir können natürlich jetzt aus Zeitgründen haben wir jetzt natürlich nicht alle können den Beitrag nehmen, die wollen. Welle. Trotzdem ist es uns wichtig, dass wir jemanden jetzt heute hier live im Studio haben, der dir auch zum 90. Da jetzt gerade in dem Film gratuliert hat. Also doch der Papst? Nein, aber so ähnlich. Es ist jemand, der in deinen ersten Sendungen auftreten ist. Seitdem ist es aufwärts gegangen mit der politischen Karriere von dem Herrn. Und jetzt ist er wirklich da. Begrüße mit mir bitte Ex-Bundesrat und SVP-Vordenker Dr. Christoph Blocher. Guten Abend, Herr Giacomo. Toll, Herr Blocher, grüezi. Das ist jetzt wirklich eine Überraschung, oder? Hättest du nicht erwartet? Ja, tatsächlich. Wer ist er? Christoph Blocher. Nein, das ist nicht der Christoph Blocher. Doch. Liebe Frauen und Männer. Ja, schön. Das macht es jetzt aber auch nicht besser. Ja, Herr Blocher, wollen Sie uns vielleicht ein bisschen erzählen, wie Ihre spezielle Beziehung zum Victor Giacobbo aussieht? Ja, also wir haben natürlich damals eine interessante Diskussion gehabt in dieser Sendung hier, Tele Giacobbo. Nein, Victor Spätprogramm. Das ist ja. Das sind ziemlich billige Nummern, das, Dominik, oder? Du hast gesehen, aber sehr schöne Blumen haben wir hier. Ja. Herr Blocher, Sie haben jetzt gerade politisch nicht das Heu auf der gleichen Bühne wie die Victor. Wie gestaltet sich das Zusammenkommen trotzdem so gut aus? Ja, ich bin SVP. Ah ja, tatsächlich. Hm? Schon immer oder sind Sie erst gerade neu dabei? Schon länger, immer. Immer. Ja. Okay, okay. Sie sind also der Christoph Blocher? Ja, haben Sie nicht zugelassen. In welchem Jahr war die EWR-Abstimmung? Also, welche EWR? Da gibt es einen Haufen. 1992. 92 ist der. Du, Dominik, das ist ein Fake-Blocher. Also, Entschuldigung, das muss ich mir nicht bieten lassen, Herr Döwin. Herr Blocher. Liebe Frauen, Männer, schönen oben. Das ist natürlich... Wow! Ja, das ist natürlich. Also, Victor, das ist jetzt wirklich ein Eklat. Ich bin total aus dem Häuschen. Da werden natürlich die Medien morgen über die Sendung berichten. Das ist natürlich ganz toll. Ja? Und man hat trotzdem gespürt, obwohl es jetzt die Reibung am Schluss gegeben ja, dass ihr beide als Charakterköpfe tief verbunden sind. Auch Dominik, die entspannen. Er hat offenbar einfach nicht in die Sendung kommen. Das ist völlig okay, oder? Mach einfach weiter. Wie lange geht es übrigens noch? Du musst keine Sorgen haben, wir haben wirklich noch einiges Tolles vorbereitet für dich, Victor. Zum Beispiel, nächster Punkt, ist ja jetzt nicht so, dass du jetzt nur als Talker Schweiz berühmt worden bist, sondern am liebsten hat man dich ja gehabt, wenn du ganz einfach mit Mikrofon bewaffnet und einer verquackelten Handkamera raus auf die Strasse bist zu den einfachen Leuten und deine legendären Umfragen gemacht hast. Ja, und ich kann es jetzt auch wirklich sagen, die jungen Leute draußen, das Comedy-Format hat eigentlich den Victor in der Schweiz etabliert, mit den 80er Jahren. Und jetzt halte ich fest, als kleine Überraschung noch, haben wir uns erlaubt, den Spiess einmal umzukehren. Das heisst, wir sind raus, haben die Kamera genommen und haben das Volk zu dir befragt.
Der Victor Jacobo wird 80, 70. Ja. Darum sind wir heute alle unterwegs auf der Straße und wollen ein bisschen die Leute fragen, was hat er gut gemacht, was hat. Und wir haben keine Drehbewilligung. Was hat er gut gemacht in seiner Karriere? Was hat er nicht so gut gemacht? Und vor allem auch Geburtstagswünsche sammeln natürlich. Kennen Sie Victor Jacobo noch? Nein. Kenne ich nicht. Ich bin der junge Lüffler. Kennen Sie Victor Jacobo noch? Nein. Du? Gar nicht. Ich habe ihn immer sehr gut gefunden, ja. So lange nicht mehr gesehen von ihm. Das ist ein Unfall. Ja, ja. Was haben Sie denn gut gefunden? Die Sendung mit dem Mike Müller zusammen. Das habe ich auch gut gefunden. Schauen wir so schnell ein bisschen darüber, dann können wir die. Wissen Sie, ob Sie einen Geburtstagswunsch ausrichten wollen? Ja, ich wünsche ihm alles Gute, Gesundheit, Liebe, Geld, alles Beste. Also Liebe und Geld hat er, glaube ich, eben schon. Ja, dann Gesundheit. Was hat er jetzt gefragt? Geburtstagswunsch. Für wer? Der Victor Jacobo. Victor Jacobo. Ja, nein, ich bin einer vom Team Benny Thurn. Ich kann so nicht schaffen, weil wir eine Umfrage machen und dann kommen die die ganze Zeit. Da hast du eben immer viel von diesen komischen Gestalten. Wollen Sie auch mal, oder wie? Es ist ja so, wie Umfragen, das statistisch gesehen, trifft einem das höchstens dreimal im Leben, dass man mal bei einer Umfrage drankommt. Jetzt sind Sie einmal dabei, oder? Nein, schon mal. Ich habe schon mal müssen. Das ist schon mal hat er müssen. Ja, an der Pornomesse. Ja, aber das ist jetzt Thema ist nicht heute. Heute ist das Thema Victor Jacobo und seine Lebensleistung, was er gemacht hat. Ja. Ob er einen guten ist der gestorben? Ja. Nein, noch nicht. 70, ich würde mich nicht erstaunen, dass es den höchstens einmal litzt. Ich war noch mal im Taxi von Oerlikon auf Schwammendingen in den. Es ist ein komischer Ort, wo der ausgestiegen ist. Was mit der Lorange? Mit der Lorange? Ist ein bisschen so, wie man so richtig prominent ein bisschen abgehoben, wie man es kennt? Oder ist ja, total. Ja. Der andere war ein flotter Typ. Den hatte ich auch mal im Taxi. Er hat ein schönes Trinkgeld gegeben. Nein, der Müller. Der hat ein schlechtes gehört. Jetzt gehen wir vielleicht auf die andere Seite, oder? Wir gehen wahrscheinlich dann nachher ins Bier. Irgendwo. Und nachher haben wir dann mal ein bisschen Ruhe. Kennen Sie den Victor Jacobo noch? Ja. Finden Sie gut? Nein. Wieso nicht? Schöne Umfrage, die er macht. Ja, genau. Ja, ja. Ich habe ihn noch gut gefunden, irgendwie. Jetzt plötzlich, hä? Ja. Jetzt haben Sie schon Zeit für uns. Kennen Sie? Sie sehen, Sie verscheuchen die Leute, oder? Sie machen den Umfrage. Ja, okay. Die haben eigentlich nichts gesagt. Ja, wenn Sie nicht. Über. Haben Sie jetzt verscheucht? Das sagen Sie nicht die ganze Zeit. Sie sollen einfach ein bisschen Abstand nehmen. Die Leute haben mehr Angst so von Ihnen, weil Sie halt immer ein bisschen kommen. Das nervt ein bisschen. Können wir vielleicht abmachen? So 10 Meter? Ja, ja. Danke vielmals. Ich finde ihn grossartig seit Jahren. Was würden Sie ihm jetzt mit auf den Weg geben? Ich bin im November 70 geworden, ich muss ihm nichts auf den Weg geben. Absolut. Also Kompliment, das sieht man jetzt also innen nicht, als Sie 70 sind. Stellen. Jetzt haben wir doch vorhin gesagt, 10 Meter. Jetzt kommen Sie wieder. Sind ja 10 Meter, oder? Das ist öffentlicher Grund. Grüezi, haben Sie schnell Zeit? Danke, Wilma. Ja. Sind Sie jetzt, ist jetzt mit den Weibern Weiber kommt und nicht so gut. Das ist jetzt einfach ein Jungspund. Ja. Die gehen nicht mehr. Das ist Katastrophe heute. Also ich habe schon viele Umfragen gemacht, aber so etwas. Also, das war es mit der grossen Victor Jacobo-Umfrage. Und wir freuen uns, wenn Sie das nächste Mal wieder einschalten. Machen wir so die Abmoderation im Schweizer Fernsehen, oder? Ungefähr so. Victor, beliebt und bekannt natürlich auch bei seinen ganz einfachen Fans. Auf der Straße hast du die beiden gekannt. Die beiden nicht, aber natürlich der Super-Sedi. Mhm. Das ist einer der bekanntesten Social-Media-Persönlichkeiten in der Schweiz. Und ich finde es toll, was der macht. Ja, also man weiss ja auch, dass du auch das Arbeiten der ganz jungen Comedians und Kabarettistinnen verfolgen und auch fördern. Aber trotzdem tut man dich natürlich schon zuordnen so zu den ganz Grossen, zu den Gewichtigen, zu den Wichtigen. Oder? Ich sage nur Tucholsky, Polt, Hildebrand und so weiter. Ja? Kann man denn jetzt wirklich sagen, hast du irgend so ein wirklich polit-satirisches Schwergewicht, ein Vorbild? Gibt es da jemanden? Ja, da gibt es nur einen Namen, ganz klar, der Gacko. Da haben wir etwas gemeinsam. Und deswegen ist er heute Abend hier live für uns der Glon Gacko. Wow! Toll, hä? Hey. Gacko, hey. Schön bist du da. Nimm Platz. Hey, schau an. Schön hat das da. Sie hat den schon 70. Hä? Ja. Der schon 70. Ich habe den schon gekannt. Da ist ja noch ganz, also ganz ein kleiner Bodensuri. Ganz ein kleiner. Ja, ja, du, der hat mit 4 schon geredet wie ein 6-Jähriger. Ah ja. Ja, ja, den Vorsprung hat er immer mit sich getragen, immer mitgenommen. Ich meine, auch jetzt, heute ist er 70, aber schau an, sieht jetzt schon aus wie ein 72-Jähriger.
Du, wann habt ihr beide euch das letzte Mal gesehen? Wann sind ihr euch das letzte Mal begegnet? Das ist wahrscheinlich gewesen, Samstag, 3. August 1991, Primo vis-à-vis Eftenbach. Bang. Hm? 9:30 am Morgen. Mhm. Ich durfte bei der Wiedereröffnung von Primo vis-à-vis in Eftenbach die grosse Gala spielen. Ah. Hm? Morgen. Also ich habe alles ausgepackt, ja. Jeden Klassiker. Also wirklich, ja. Der Traurig-Klon, der Lustig-Klon, der Pantomime, den Ententanz habe ich gemacht. Also wirklich ein Klassiker nach dem anderen. Das Neftenbach redet heute noch von nichts anderem. Ja, super. Und du, wo du ihn gesehen hast bei diesem Auftritt, was hast du da gedacht, was ist dir durch den Kopf? Gar nichts, weil er hat mich gar nicht gesehen. Er hat mich nicht bemerkt. Weißt du, was er noch gemacht hat? Er ist WC-Papier posten. Das teuerste WC-Papier, vierlagig, Kamille, 4.95 Franken für 2 Rollen. Das war mir klar. Aha, voilà. Da hat einer den Kontakt zum normalen Volk komplett verloren. Also ich kann mich nicht mehr erinnern. Ja, natürlich kannst du dich nicht erinnern. Lass mal, jetzt kannst du ja sagen, du Gackalage. Jetzt hörst du mal zu. Dass du mir dort mal das eigene Fernsehprogramm weggeschnappt hast, kein Problem. Dass du mir den Mike ausgespannt hast, fair enough. Aber dass du dort mal ausgerechnet du mit dem Zirkus auf Tournee gegangen bist, du mit dem Zirkusknie auf Tournee, während ich der grosse Glon Gacko, der eidgenössisch diplomierte Glon mit Fachausweis und mit Doktortitel von der Pariser Sorbonne in komparativer Vizologie, dass ich musste gleichzeitig, während er mit den Rössern hier durch die Manege durchparadiert, in der Ludothek die Steine am Rhein kind schminken und irgendwie 7 kugelrunde Säu singen, das vergiss ich dir nie, du. Nie! Du meinst, der hat mich einmal eingeladen hier in seine Jacobo-Meyer-Sendung? Wie lange hat er das gemacht? Jahrelang? Nicht einmal! Jeder Gagalari hat er eingeladen. Jeder hat auftreten. Der Brunner Toni ist auftreten. Der Gardi Hutter hat er eingeladen. Ja. Der andere da, wie heisst er? Der komische Esel, der so redet, der immer so. Da wie. Frank Meyer. Frank Meyer, richtig, hat er kommen. Aber ich nicht ein einziges Mal. Ja, aber trotzdem, Gacko, man kann ja wirklich stolz sein, wenn man weiß, wie du, das eine von den bekanntesten Figuren, ja, die Victor verkörpert hat, der Freddy Hinz, dass du als Vorbild dient hast. Ich? Als Vorbild für den Freddy Hinz? Ja. Für die ausgestürzte Heroin-Leiche von der Langstrasse bin ich das Vorbild. Ja, danke vielmals. Ja. Danke! Danke vielmals. Übrigens, gerade der Freddy Hinz, super Beispiel. Da haben wir gerade mal gesehen, wie komplett schludrig und uninteressiert Victor eigentlich schafft mit seinen Figuren. Freddy Hinz. Hast du mir einen Stutz? Hast du mir einen Stutz? Hast du mir einen Stutz? Ha, ha, ha. Das ist doch nicht lustig! Zwei ja. Stutz. Das ist doch nicht lustig! So. Vor allem 20 Jahre lang immer das Gleiche. Hast du mir einen Stutz? Hast du mir einen Stutz? Hast du mir einen Stutz? Ohne es auch nur einmal ein bisschen an der Türe anzupassen. Oder meinst du, Freddy Hinz hat noch nie etwas gehört von inflationsbedingter Realpreispolitik? Hä? Jeder Jockel weiß doch, dass in den letzten 20 Jahren der Durchschnittspreis für einen Schuss Heroin an der Langstrasse um mindestens 43,5% offen ist. Aber das ist am Monsieur Casino-Theater natürlich komplett egal. Wer für sie ist, verblödet der SRF so. Bei den Leuten Zweifelchips, Böbel, Publikum im Public View um die Reihe auf ihren hässlichen ja. Lipo-Möbel-Sofas, Lanzia. Ich glaube, für die Riss-Gasimir-Faschos, die Elende. Mir langt es jetzt. Mir langt es. Ich gehe jetzt heim. Ich gehe auf Neftenbach, wo ich eine grosse Nummer wie und wo dich niemand kennt. Z Neftenbach bist du ein Niemand. Mm. Ja. Bravo. Glon Gacko. Wow. Wow. Ja. Als Satiriker einfach immer noch der Grösste. Ja. Weißt du was, Dominik, wenn ich dich wäre, würde ich den mal in deine Sendung einladen. Ja, würde ich mir unbedingt merken. Und trotzdem hast du es noch spannend gefunden. Wir haben jetzt gehört, dass nicht alle immer in der Szene, ja, in der Comedy-Glon-Szene, einverstanden sind mit dem, was du gemacht hast. Ja, der wunderbare Gacko ist jetzt halt ein bisschen enttäuscht, weil er nicht in meiner Sendung auftreten konnte. Aber alle, die mit mir zusammen geschafft haben, kannst alle fragen. Alle haben mich sehr geschätzt als Kollege, als Influencer, als Trainer, als guter Mensch. Ja, das tut mir leid, aber ganz so harmonisch, wie du es jetzt in Erinnerung hast, ist doch die Zusammenarbeit nicht immer mit dir abgelaufen. Ja, also wir haben da wirklich verschiedenste Leute auch befragt. Und ich finde, es ist jetzt gerade auch in einer Jubiläumssendung sehr wichtig, dass man auch kritischer Stimmen hier Platz gibt. Einer von deinen ehemaligen Mitarbeitern ist heute Abend hier bei uns. Er will anonym und nicht erkannt werden und anonym bleiben. Das tun wir natürlich respektieren. Ja? Da ist er, der Herr X, so wie wir ihn heute mal nennen. Hm? Herr X, wie ist denn grundsätzlich Ihre berufliche Zusammenarbeit mit dem doch Charakterkopf Victor Jacobo?
Ja, also es war immer eine schwierige Zeit. Sie müssen die Stimme nicht verzerren. Ja, also nicht verstellen. Paramount genug verzerren. Aha, gut. Dann möchte ich gar nicht, wer ich bin. Also es war für mich sehr eine schwierige Zeit. Das ist doch der Mike, oder? Nein, also ich darf jetzt ihm seinen Namen, also ihren Namen darf ich jetzt nicht sagen. Hm? Wieso? Das kann nur der Mike sein. Das ist der Einzige, der eine schwierige Zeit hatte. Nein, Herr Victor, es war nicht immer eine schwierige Zeit. Ich bin ja zum Teil dann auch aufgeblüht, oder? Aber halt nicht lange. Ich habe dann auch private Probleme bekommen, Alkohol, häusliche Gewalt. Ja, das ist sicher ganz schlimm, das verstehe ich. Aber erzählen Sie doch bitte, wie ist jetzt Ihr berufliches Verhältnis zum Victor Giacomo? Reden wir über das. Nein, wieso geht es eigentlich in dieser Sendung immer um einen Victor? Ich will jetzt auch mal von mir ein bisschen reden. Ich meine, ich war ja dann auch magersüchtig. Es gibt leider keine Fotos aus dieser Zeit. Oder? Ich habe die Bilder alle in die Cloud geladen. Und dann hat es Apple einfach gelöscht. Ja, das kann ich. Ja. Das war sicher sehr hart. Wie geht es Ihnen denn heute? Also in dieser Hinsicht geht es mir besser denn je. Danke vielmals. Ja, er hat immer Probleme mit meinem Körper. Oder? Er war hure eifersüchtig. Also, ich kann es nicht anders sagen. Er hat mich geplagt. Er hat auch wirklich körperlich den Zeug von mir verlangt, wo also arbeitsrechtlich überhaupt nicht geht. Oder? Und hat auch einfach keine Grenzen mehr kennt. Und dann hat er mich auch gezwungen, seine Figuren zu spielen. Oder? Wo ich natürlich viel besser gespielt habe als er. Hallihallo, ich bin Debbie Mötteli. Hallihallo. Nachher hat er mir die Figuren natürlich wieder weggenommen. Oder? Oder beim Autofahren hat er mich in ein Kindersitz gezwungen. Lass mich bitte 200 Meter vor dem Migros aus. Und fahr rechts! Victor, das sind sehr happige Vorwürfe, die wir hier hören. Willst du dich dazu äußern? Los, Dominik, ich reagiere nicht auf anonyme Beschuldigungen. Der oder die soll da führen kommen und mir das ins Gesicht sagen. Mike, kannst du führen kommen? Ja, also ich muss sagen, Herr X, ich kann mir das wirklich jetzt auch nicht so richtig vorstellen. Wir können Victor Giacomo als einen Mann mit einem tiefsinnigen, mit einem sehr hintergründigen Humor. Eigentlich. Ja, so hat er sich gerne selber gesehen. Aber das war die Realität hier. Hä? Was ist das? Ein Furzrüssi! Also, sorry, das war zum ersten Mal ein Furzrüssi in einer Late-Night-Show. Zum ersten Mal weltweit. Ja. Ja, und ich meine, dann hat er mich auch noch gezwungen, mich öffentlich zu entschuldigen. Ah ja, spannend. Bei wem denn? Bei den Rätoromanen, weil ich den Leuten erklärt habe, wieso die Rätoromanen immer die Gesten hier machen. Also, das ist sehr, wenn das stimmt. Schauen wir uns doch schnell den Beitrag dazu an. Bitte schön. Ja. Wir haben ja den Text aufgeschrieben, deutlich auf Romanisch entschuldigen. Also gut. Für die rätoromanische Minderheit. Gares spectatur subventions, apologüts, burs handicapuns, in zuchtels, papa con il sorel, mamma e su fratel, relations sexuales, mans captuns. Also wenn es der ist, wo ich mit fast hundertprozentiger Sicherheit meine, dass er es ist, dann habe ich den entdeckt. Er hat mir leid da. Er wollte Theater spielen. Sie haben ihn abgelehnt bei der Scuola Dimitri. Sie haben gesagt, sie hätten dort einfach kein schwarzes Trikot, das er reinpasst. Ja, das stimmt, das kann ich also bestätigen. Es ist ja nicht so, dass du nur den Herr X entdeckt und gefördert hast, sondern auch viele andere heute sehr bekannte Comedians. Ja, unter anderem auch dich, Dominik. Mhm. Magst du dich noch erinnern, wo du noch ein genug grosses Publikum gehabt hast bei uns, wo du hast können trainieren konnten? Sehr schöne Erinnerungen. Und Victor, ich glaube, das ist jetzt der Zeitpunkt in dieser Sendung, wo ich mal ganz persönlich werden darf. Und auch mal einfach Gott sagen, danke für alles, was du auch mir... Entschuldigung, kann man den Lärm dort hinten nicht abstellen? Ah, jetzt stört die Kaffeemaschine plötzlich. Die Kaffeemaschine hat ja immer bedient werden von jemandem. Und die Kaffeemaschine hat auch an allen unmöglichen Orten immer dabei sein. Du! So weit ist jetzt das gar nicht, wie ich gedacht habe. Meinst du was?
Wär's dir recht, kannst du mir nicht einen Kaffee machen, schnell? Was hast du eigentlich gefühlt, wenn du bist? Das sind die Kaffeemaschinen! Dort die Dreckkappen! Hinter dir lachen Schleifen! Ja, lauf von der alten Latz! Hör doch nicht so saublöd! Hätte ja nur etwas müssen sagen, ich hätte die Kaffeemaschinen auch gedreht. Ja, gut, aber wo sind wir jetzt stehen geblieben? Richtig, bei diesen bekannten Talenten, die du auch gefördert und gefordert hast. Du meinst Hazel Brugger? Richtig. Genau, Hazel Brugger ist ja wirklich auch eine, die es rausgeschafft hat, hier aus den Studios, aus der Schweiz raus. Und sie hast du ja auch nicht nur zum Beispiel jetzt begleitet, sondern auch wirklich beraten in ganz wichtigen karrieretechnischen Fragen. Zum Beispiel hier haben wir es im Beitrag zu der Dankensrede für den Swiss Comedy Award. Ja, liebe Jury, vielen Dank für den Preis. Ich freue mich wirklich extrem. Was machst du da? Ich nehme ein Video auf, für, falls ich morgen gönne, Dankensrede. Für morgen? Ja, Swiss Comedy. Aber du gönnst nicht. Aber wieso nicht? Wegend? Ja. Weißt du das schon? Ja, aber ich könnte wissen. Ihr kommt doch an mir nicht vorbei. Also, ich mache jetzt weiter mit meiner Dankensrede. Mhm. Danke dir mal, dass ich den Preis gewonnen habe. Ich würde sagen, wem danke? Mir, oder? Wieso dir? Hast du? Ja, Hazel, echt. Ich kann dir danken, wenn du willst. Nimmst du nachher noch Glasse? Ja. Das ist fast keine. Ja, Wahnsinn. Also, das mache ich schnell. Danke dir mal für die Auszeichnung. Ich freue mich sehr, dass ich das gewonnen habe. Wegen wem? Wegen wem? Wegen wem hast du es gewonnen? Wegen Victor Giacomo habe ich es gewonnen. Ja. Sie können ihn buchen für Kindergeburtstag und Tierbeerdigungen. Also, ich komme jetzt. Danke! Ja, da hat man ganz klar gesehen, dass du beim Fördern von Künstlerinnen und Künstlern vor allem auch immer gewusst hast, dich selber zu fördern. Gell? Victor. Und auch seine Figuren haben einen Beitrag geleistet an die pädagogische Entwicklung der Jüngsten in unserem Land. Man erinnert sich nur gerne zum Beispiel an die Fremdsprachenlektionen für Kindergartenschüler. Macke de Gacke. Macke de Gacke. Ist alle sagen, der Macke ist der Gacke der Macke. Der Gacke der Macke. Schmeck ist nicht die Gacke. Ische de Macke de Gacke. Ja, so wie der Gianfranco Benelli oder auch Adolf Hitler. Berührende, schöne Bilder, die Hoffnung und Mut machen für unsere Jüngsten. Apropos Kind, da gibt es ja doch jemanden in deinem Leben, wo du doch geschafft hast, die Person sehr aus der Öffentlichkeit und von den Medien fernzuhalten. Obwohl du natürlich immer wieder in deiner Sendung über sie geredet hast. Gerade wenn ich an meine Tochter denke, und ich bin auch stolzer Vater von einer Tochter. Und ich habe meiner Tochter schon ein paar Mal gesagt, jetzt ist ein paar Zeit, dass du Nachwuchs hast, damit ich auch mal Enkel habe. Meine Tochter, die jetzt 17 war, jetzt gegen 18 geht, habe ich im gesamten Leben 200'000 Stutz ausgegeben. Ich will auch meiner Tochter ermöglichen, wenn sie dann erwachsen ist, dass sie auch mal einen Deutschen zum Land ausgehen, oder? Bist nicht du Deutsche? Victor, das tut jetzt wirklich überhaupt nicht zur Sache. Wir haben gesehen, du hast sie öfters erwähnt, deine Tochter, ja, auch in deinen Sendungen. Und jetzt, glaube ich, sind wir es unseren Zuschauerinnen und Zuschauern schon ein bisschen schuldig, dass wir hier noch mal ganz in den privaten Bereich eindringen. Deine Tochter, wie stehst du mit ihr in Kontakt? Du, ja, so Facebook und so. Schön. Und sehr schön. Das haben wir uns genau gedacht. Und deswegen haben wir jetzt hier als letztes Geschenk für dich einen Auftritt von deiner Tochter Lara. Oh. Lara, Victor, deine Tochter. Toll. Ah, genau, schön. Das ist sie. Schön. Hoi, Papi. Hoi. Hoi. Und alles immer? Ja, du. Es muss. Es muss. Ja, wir haben das ja lange nicht mehr. Und auch Dings, auch Mutter, wie ist sie so? Ja, weiss jetzt. Ehrlich gesagt, auch gerade nicht. Wie heisst sie? Egal. Hey, toll, dass du zu uns kommst, Lara. Ja. Sie haben mich gefragt und ich habe gedacht, wieso nicht?
Ja, man hat ja sonst nichts Gescheiteres zu tun. Was für ein schöner Fernsehmoment, den wir hier kreieren. Vater und Tochter vereint. Röbi Koller, take that. Lara, wir würden uns freuen, wenn du jetzt hier noch deinem Vater würdest gratulieren. Nein, ich möchte ihm nicht gratulieren, sondern ich möchte ihm ein Lied zum Geburtstag singen. Oh, ja. Ein Lied. Wildes Wasser. Live-Musik hier im Schweizer Fernsehen. Ich meine, wo gibt es das sonst noch, außer in der Jubiläumssendung von Victor Jacobo? Und da ist sie, seine liebliche Tochter, Lara, mit Wildes Wasser. Hint einer Party, Alibi einer Nacht. Erst zum Reden erzogen, dann zum Schweigen gebracht. Aufgewachsen im Schatten, ewig hungrig nach Macht. Mit sich selbst nie zufrieden. Und fast berstet vor Kraft. Das Wasser, spielendes Feuer, Schaum im Spiegel, das bist du. Tut mir leid. Aber sei schon längst umgekommen. Mach jetzt noch mal. Telefonieren. So lebst du heute, verschwendest die Zeit. Ein Tiger in Ketten, zu allem bereit. Lara, super, super. Merci vielmals für das bewegende Lied. Toll. Der Victor hat leider schon müssen gehen. Ja, ja. Oh nein, echt? Ja. Aber echt? Es hat das gern. Und er hat die Ballade wirklich sehr schön gefunden, sollte ich noch sagen. Oh, ja. Okay. Ja. Er hat wirklich eine Träne in den Augen gehabt. Ja, das war's. Ja, ist er schon gegangen? Ja. Ja, hat er. Typisch, ja. Aber er hat nichts gemacht, gell? Nein, nein. Wir haben so tolle Technik, finde ich auch. So, und mit dem emotionalen Lied von der Tochter für ihren Papi sind wir am Schluss von dieser Sondersendung zum 80. Geburtstag von Victor Jacobo. Gute Nacht miteinander. Victor Jacobo, der leider viel zu früh von uns gegangen ist. Macht's gut. Du, der Victor, weißt du, wo er seine Haare hat machen? Nein, aber es sieht da so schief gelaufen aus, oder? Ich finde es sehr sportlich, sehr gut ausgesehen. Nein, creepy ist es. Hey, ich bin 2,60 Jahre, kann man da nicht auch etwas machen? Komm mal, was ist denn da?